Nein, ich Idiot! Ich sag mal! Raus aus dem Auto! Ich komme der Wahrheit immer näher. Ich muss noch die restlichen Leitungen prüfen. Obstav, kovarischu! Navsadu estio horoshni dennaya ach akaristanska. So, und damit herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Folge an der akaristanischen Grenze hier bei Contraband Police. Da kommt schon der nächste. Wir gucken mal eben hier auf der Tafel, da gibt's auch, glaube ich, nichts Neues, ne? Also maximal hier die Warenbeschränkung, Frachtbrief, bla bla bla. Okay. Dann der erste rein. Ich bin immer noch ein bisschen doll erkältet, deswegen wundert euch nicht. Aber wir machen das Beste raus. Hallo. Was warst du? Kannst du alles wieder einladen, genau. Ja, du kannst gehen, aber nach Hause. Bei dir wird die Einreise verweigert. Tschüss. Wacho Dainara. Ja, 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 komm. Oh, war richtig. Perfekt. Raus. Raus aus dem Auto. Ablis Polat. Guckt mal an. Ein Schmuggler. Ein Schwein. Nee, nee, nee. Mit der Nummer kommst du nicht. Wir sind hier ordentlich. 0 PPP 7442. Okay. Wir sind hier ordentlich. Geh weg mit deinem Geld. Brauchst gar nicht ankommen. Der hat doch nicht nur einen. Der versteckt doch nicht nur einen, sondern. Ja, offensichtlich versteckt er wirklich nur einen. Aber gut, einer reicht. Ab in den Knast. Ja, ja, komm. So, viel Spaß. Wir sehen uns später. Schmugglerschwein. Das passt aber zum Beispiel schon mal nicht hier. Fahrzeugschein. Fehlerhaft. Abgelehnt. 2030 Kilo. Ist auch viel zu schwer. Zia 78. Okay, das kommt aber wenigstens in Toiletten auch noch. Ach, und da sehe ich doch schon die Schlange. Da sehe ich sie doch schon. Du bist doch auch so ein Schmugglerschwein. Babbelt der mich hier voll. Babbelt der mich hier voll, während der Zigaretten reinschmuggeln will. Ich sag mal! Raus aus dem Auto! So, heute sind hier mir nicht ganz kurze Zündschnuren, mein Freund. Will der fliehen? Habt ihr gesehen? Das war berechtigte Gewaltanwendung. Können wir den da jetzt noch durchsuchen? Ja. So. Und noch mehr Schmuggelwaren. So, Officer Maxikov, Sie entsorgen hier jemand die Leiche und räumen den ganzen Bereich auf. Dankeschön. So, und dann holen wir uns den letzten rein. Stimmt alles nicht. Einreiseerlaubnis ist abgelaufen. Passt die falsch. Ja, ja, komm, mach. Und wir nehmen hier schnell den Telefonhörer an. Novik, du hättest auch mal reingehen können. Muss ich alles alleine hier machen. Er fegt da, während das Telefon klingelt. Boah. Verprügelt. Entführt. Machen wir. So, da haben wir auch direkt passend unser Polizeiauto draußen stehen. Aua. Und fahren auf zum Sägewerk. Ja, guten Tag.
Varishu, mea racinovočka drobine je to kidináč. Jenom jano Gregory Belov, na šéve zatajnik ili oberankova brač. Undercover agent. Jevo živatka je v vaše ručko. Oh Gott, sein Leben liegt in unseren Händen. Das kann ja nicht gut gehen. Wo ist er? Около Ходине Аму. Это малайший перевозку тает. Становка. Это лясо. Эч. Вечта адруминитка. Хено ли что же это самобди? Каже хено выходи. Ай. Объявись ту это крны завет. Шварца завет. Трей московники. Типен мит шумом. Бадули мадре поварный бит. Ай, ай, ай. Ковором. Когда хено умгла. Richtung Süden. Они пожучли его ач люгазництво или шаять полудни. Ich suche das Auto. Okay, wo ist das Auto? Welches Auto? Das hier? Mich dünkt. Das ist der falsche Wagen. Aber das ist ja nur der eine. Das scheint das Richtige zu sein. Brieftasche. Oh, Dimitri, Dimitri. Probatnyi kheno problema zadon. Esti u rabotsi ta etach Vesenka. Hinter dem Gebäude. Etu arach problemo krashna. Alles klar. Dimitri. Da. Это глупо кончились. А я позмышлять фон... Ты хочешь клоун, ты швайн! Работа началась у пильниковная, это трудно. А до мадры фамилия, ач трабой. Мено фунро или описутный. Пропшая похвить та его, это мамы всем. Ich komme der Wahrheit immer näher. Ich muss noch die restlichen Leitungen prüfen. Sprich mit dem Werkzeughändler, durchsuche das Lager im Gasthaus zum betrunkenen Bären, befrage die Sägewerksarbeiter, untersuche die Ruine in der Nähe des... Oh, ja, ja, ja. Okay, er ist letztlich ein Dieb, ne? Egal, lassen wir heute durchgehen. Lassen wir heute durchgehen, wir fahren jetzt zu den alten Ruinen. Oh, 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 oh. Was soll denn das immer mit den Granaten? Wie viele seid ihr denn hier? Idiot! Stajacz! Nasz adrowni nie próżna, denna jachać kontra!
So, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder jetzt hier bei den alten Ruinen. Und jetzt gehen wir das Ganze hier nochmal neu an. Licht und Ego! So, jetzt ist Ruhe im Karton, denke ich mal. Brief von Oberankov. Sergej, wir haben entdeckt, dass einer von uns ein Doppelagent ist. Deinetwegen wurde Ivan gestern ins Arbeitslager geschickt. Bleib wachsam, die Polizei ist uns auf den Fersen. Boris Oberankov. Ja, geh ins Arbeitslager. Machen wir. Ah, was prabotnye to Ivan. Was? Henno Matschko Tschastajet, et anderen direkt geprügelt. Was fundra Hennoatsch Diura et Otratki. Glatzkopfroter Bart. Na, das wollen wir ja nochmal sehen. Henno Nigavaric, Dobrotsaja. Wo sind denn die Gefangenen? Haha, wy policka bydlok, eto pozmyślał, a ja gawę... Kannst du haben, kannst du haben, Junge! Zwatko, umrat! Macz turwa, duras! Redest du jetzt? Haha, wy policka bydlok... Halać, meno! Obar! Obar, at mareliska maja! Padrodniki, ocna zabraczną, jewo, ać mogi... Auf den Friedhof, auf den Friedhof! Alles klar. So, wir sind auf dem Friedhof und wir suchen Bello. Aber wie? Liegt er hier begraben? Das scheint mir hier ein frisches Grab zu sein, oder? Stark. Oha. Varishu, Tayet! Was ist passiert, Bello? Varishu! Wacz fundrać maja! Oberankowa brać ma torturą meno za to zdawil pochwycić ich aróżniki! No. Madro widjęty, eto ony zadro il krwawa fista! Poznajać mianos! Mesties! Poznać wsiem ich ta planiczko! Opoka meno wstajać, eto madre pomskają hospital! Ich weiß nicht, das mit dem... Es gelang ihm, ihre Waffen wegzunehmen. Egal, wir helfen ihm trotzdem. Du ksaja gadnija. A ja pasmyslal. Eto atma kaniat. Bellof versucht dir die Details seiner Ermittlung zu erklären, aber du verstehst seine Worte kaum. Die Wunde an seinem Bauch blutet jeden Moment mehr und mehr. Als dass du das Krankenhaus erreicht, ergibst du ihn voller Hoffnung in die Obhut der Ärzte. Ja, damit, liebe... Ich dachte gerade, hier wäre immer noch die Sirene an. Damit, wie gesagt, liebe Freundinnen und Freunde, würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle. Erfolgreich haben wir diese Mission auch geklärt, sind wieder ein Stück weitergekommen. Wir haben des Weiteren heute zwei Schmuggler gestellt. Einen haben wir leider erschießen müssen, einen haben wir in den Knast gebracht. Ich denke, eine gute Ausbeute. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.